Hallo zusammen, das sind wieder die Infos aus dem Rathaus aus der letzten Woche, alles auf Niedernhausen Info. Und dieses Mal beginnen wir im Waldschwimmbad. Und da sind wir auch schon im Waldschwimmbad. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt nach den Jahren der Corona-Unterbrechung das erste Mal wieder mit der Teistal-Schule hier im Waldschwimmbad einen Schwimmtag veranstalten können. Das ist eine gute und alte Tradition, und es freut mich sehr, dass wir die jetzt wieder aufleben lassen können. Und das war die letzten Jahre leider nicht möglich. Dieses Mal haben wir die Abgängerklassen der Teistal-Schule gegen Ende des Schuljahres nochmal zu einem kleinen Highlight hier eingeladen und natürlich auch dann freien Eintritt gewährt. Das Wetter spielt mit. Auch die Schulleitung ist da. Was will man mehr an einem solchen Tag? Und ich glaube und hoffe, dass heute alle Schülerinnen und Schüler, die da sind, auch viel Spaß haben werden. Ja, auch ich freue mich, dass wir heute hier zusammen zum Schwimmtag sind. Für mich ist das ja nach der langen Corona-Pause der erste. Herzlichen Dank an Herrn Bürgermeister Reimann und die Gemeinde, dass sie uns die Möglichkeit eröffnen, auch über freien Eintritt das tolle Waldschwimmbad nutzen zu können. Das ist ja nicht unsere einzige Kooperation in puncto Schwimmen. Wir organisieren ja auch gerade zusammen auch mit der Gemeinde Schwimmkurse, was ja immer noch gerade nach Corona ein riesengroßes Thema ist, und freuen uns über alle weiteren Projekte und Zusammenarbeiten, nicht nur in Bezug auf das Waldschwimmbad. Und da sind wir auch schon wieder hier. Nicht mehr so schöner Sonnenschein wie gerade eben noch, aber Informationen habe ich dann doch noch. Die Hessenmobil hat ja in dieser Woche offiziell mit den Arbeiten an der neuen Brücke über die Bahnschiene der Wiesbadener Straße begonnen. Viel sehen kann man da im Moment leider noch nicht. Da wurden nur ein paar vorbereitende Maßnahmen getroffen. Aber nach den Informationen, die wir von Hessenmobil bekommen haben, wird die große Baustelleneinrichtung oben am Ortsrand durch die beauftragte Firma Albert Weil jetzt in der kommenden Woche wirklich beginnen, sodass wir da dann auch mal ein bisschen was zu gucken haben. Ich hoffe wirklich, dass dieser vorgegebene Terminplan, den sich Hessenmobil da gegeben hat, auch am Ende eingehalten wird. Denn natürlich, je schneller die Brücke dann am Ende auch eingesetzt werden kann im kommenden Jahr und für den Verkehr freigegeben wird, desto besser ist das für uns im Ort, weil es doch einfach eine wichtige Verkehrsverbindung in unserem Ort, insbesondere in Richtung Wiesbaden, auch ist. In dieser Woche einen weiteren Schritt in Richtung Sanierung des Lenzheimer Weges gemacht. Da sind wir ja seit einem guten Jahr zusammen mit dem beauftragten Ingenieurbüro am Planen. Und das Ingenieurbüro hat jetzt seine detaillierten Planungen im Gemeindevorstand vorgestellt. Die wurden dort diskutiert und dann am Ende auch an die Gemeindevertretung zur Entscheidung weiterverwiesen. Im Wesentlichen gibt es zwei Varianten, die momentan noch auf dem Tisch liegen und zwischen denen sich jetzt die Gemeindevertretung als höchstes Organ hier in Niedernhausen dann entscheiden muss. Variante 1 sieht im Endeffekt vor, dass man einen Radfahrschutzstreifen in die nach oben gehende Richtung der Straße durchgehend von Beginn der Ausbaumaßnahme bis zum Ende, also bis zum Übergang Lenzheimer Weg, Ulmstraße, dann baut. Und in der zweiten Variante wäre dieser Fahrerschutzstreifen nur bis zur Kreuzung Quellenweg ungefähr angelegt und danach würde dann aufgrund des durch die Verkehrsuntersuchung festgestellten abnehmenden Verkehrsaufkommens der Schutzstreifen wegfallen, dafür ein breiterer Gehweg gebaut, auf dem aber auch Radfahren freigegeben wäre, kombiniert mit alternierenden Parkplätzen im öffentlichen Raum. Das Ganze hat beides Vor- und Nachteile. Beides ist allerdings auch eingeschränkt durch die Förderbedingungen, die das Land Hessen für den Ausbau solcher Straßen stellt. Generell sind wir froh, dass wir für den Lenzheimer Weg uns gute Hoffnungen machen können, umfassende Fördermaßnahmen durch das Land zu bekommen. Das liegt daran, dass die Straße eine gewisse innerörtliche Bedeutung hat, vor allen Dingen aber auch für den Busverkehr gebraucht und genutzt wird, was uns dann auch weitere Fördertöpfe, die durchaus umfassend gefüllt sind, auch eröffnet.
Deutet natürlich für uns als Gemeinde, dass wir nicht ganz frei sind in unserer Entscheidung, wie wir die Straße aus- oder umbauen bei der Sanierung, sondern wir müssen uns an das halten, was das Land dann auch an Vorkehrungen trifft. Und das führt leider auch dazu, dass der öffentliche Parkraum ein Stück weit eingeschränkt wird. Wir da Parkplätze im Gegensatz zum Status quo verlieren werden. Wir werden versuchen, das im Rahmen der Maßnahme dadurch auszugleichen, dass wir im unteren Teil des Lenzhaner Wegs einen neuen Parkplatz einrichten, also eine Fläche direkt angrenzend an den Straßenraum. Dort können wir eine noch nicht ganz geklärte Zahl, aber auf jeden Fall im zweistelligen Bereich an Parkplätzen neu errichten und möchten an der Stelle auch dann schauen, dass wir da öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Autos gleich mitdenken und mit installieren lassen. Ganz generell haben wir schon geklärt und auch den Versorger entsprechend angefragt, dass beim Ausbau der Straße selbstverständlich die Netzinfrastruktur, die dann verlegt wird, auch so ist, dass wir da den Herausforderungen durch E-Mobilität, Breitbandausbau etc. dann auch entsprechen und eine moderne und zukunftsfeste Infrastruktur verlegen werden. Der nächste Schritt beim Lenzhainer Weg ist, wie gesagt, jetzt erstmal die Entscheidung der Gemeindevertretung für eine der vorliegenden Varianten. Wenn das erfolgt ist, können wir hoffentlich dann, wenn das rechtzeitig passiert, auch fristgerecht noch für den nächsten Förderhorizont die Fördermittel beantragen, nachdem die Planungen dann entsprechend detaillierter ausgearbeitet worden sind. Und wenn alles gut geht und wir Fördermittelzusagen bekommen, können wir dann im kommenden Jahr den endgültigen Baubeschluss für diese Maßnahme treffen. Zu guter Letzt dann leider noch unser ewiges Thema, die Sanierung des Bahnhofs in Niedernhausen durch die Deutsche Bahn. Wir hatten in den letzten Tagen, haben mich auch viele Bürgerinnen und Bürger angeschrieben oder angesprochen, wieder erkannt, dass es erneut ein Problem gab mit Wassereinbruch und Feuchtigkeit in der im Neubau befindlichen Personenunterführung. Das war ja in der Vergangenheit schon immer wieder das Problem, wo die Bahn sich sehr schwer getan hat, das Ganze zu beheben. Zuletzt hatten wir die Meldung bekommen, es sei jetzt alles geklärt, da eine neue Förderpumpe eingebaut worden sei, die dafür sorgen würde, dass das Wasser dort sich nicht mehr stauen würde. Allerdings in den letzten Tagen, das ein oder andere Video hat man ja auch in den sozialen Netzwerken gesehen, in den letzten Tagen hat offenbar diese Förderpumpe einen Defekt gehabt, die neu eingebaut worden war. Ich habe daraufhin direkt mich wieder an den Deutschen Bahnkonzern gewandt und um Informationen gebeten, was dort los ist und was man dagegen unternimmt. Da habe ich inzwischen die Information, dass in der Tat ein Defekt an der Pumpe festgestellt worden ist, dass wohl auch schon ein Monteur vor Ort war, der aber den Schaden weder beheben noch die Ursache des Schadens konkret benennen konnte und man jetzt weitere Fachleute beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Wir bleiben an der Stelle natürlich für unsere Gemeinde dran bei der Bahn, was dort los ist und dass es hoffentlich auch weitergeht. Alles in allem ist das ganze Projekt nach wie vor leider Gottes ein großes Ärgernis und wir warten nach wie vor darauf, dass die versprochene Barrierefreiheit, insbesondere durch die Inbetriebnahme der neuen Aufzüge, dann auch bald und endlich hergestellt wird. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es waren einige interessante Informationen für Sie dabei und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst hier wiedersehen.